So, willkommen Freunde zu einer weiteren Runde Avengers. Die haben sich die letzten Tage auf jeden Fall sehr gut ausgeruht. Müssten eigentlich jetzt voller Kraft sein. Ich habe sie ja so ein bisschen vernachlässigt. Hab gedacht, naja, mal ein paar Tage was anderes zocken. Auf meinem Kanal ist es ja abwechslungsreicher geworden als je zuvor, als ich also eigentlich gedacht habe. Deshalb lasst auch mal ein Abo da. Es werden noch einige Videos folgen. Also kann es jetzt hier weitergehen mit den Avengers. Ich freue mich schon auf die weiteren Abenteuer. Ich hoffe, dass wir einen Weg jetzt hier finden. Und zwar sollen wir durch... Das ist das Tech-Labor. Wir sollen hier durch die... Crew-Quartiere gehen. Was ist... Wo geht's hier lang? Oh, da geht's nicht lang. Also gehen wir jetzt hier lang. Das ist der Clint Barton. Dann gehen wir mal hier oben lang. Wird schon passen. Ich bin der Meinung, es gab auch mal eine Option hier. Ach, die, ja genau, die war das. Dass ich genau sehe, wo ich lang muss. Steuerkreuz nach oben auf jeden Fall. Hier ist Phil Sheldon, live vom Olympia-Forschungszentrum im pazifischen Nordwesten. Was Sie soeben sahen, waren unscharfe Aufnahmen eines älteren Handys. Aber dennoch ist der Inhalt... Hier haben die Avengers abgehangen. Ob es da drin noch Limo gibt? Wahrscheinlich abgestanden nach 5 Jahren. Ja, auf jeden Fall. Lecker, lecker. Kaum zu glauben, dass das alles real ist. Ein Flug im Quinjet zu einer Geheimbasis von S.H.I.E.L.D. Oh, und dann Nick Fury. Und jetzt rede ich mit Jarvis und bin völlig aus dem Häuschen. Tut mir leid. Kein Grund, sich zu entschuldigen, Miss Khan. Genau, sehe ich auch so. Sie kann sich ja freuen, das ist ja ein sehr positiver Charakter in dem Game hier. So, geht hier weiter. Da unten. Das müssen hier nochmal runter. Oh, jetzt haben wir den Kopf eingehauen. Aber das wird sie nicht stören. So, ich sehe gerade, sie springt auch nicht. Sonst wäre ich nämlich über die Brüstung gesprungen. Weil wir müssen ja nach da unten. Ach, hier ist der Fahrstuhl. Nö. Der Schnee ist geschmolzen. AIM kann das Ding nicht orten, oder? Der Quinjet verfügt über eine topmoderne Tarntechnologie. Unsere Position ist im Moment sicher. Gut. Sehr gut. Jetzt müssen wir nochmal gucken, wie wir hier runterkommen. Ah, so geht's auch. Sehr gut. Aber hier geht's lang. Er wollte uns ja irgendwas zeigen, aber was genau, weiß ich noch gar nicht. Bereit. Fahre hoch. So, der Harmraum. Willkommen in der holographischen augmentierten Realitätsmaschine des dem Harmraum. Der Harmraum ist eine Kampftrainingssimulation. Okay, bin ich mal gespannt. Wow! Was? Willkommen in der holographischen augmentierte Realitätsmaschine. Oh, ich bin Iron Man! In der Tat. Ich habe Mr. Starks alten Kampfsimulator geladen. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Soll das ein Witz sein? Ich bin Iron Man! Ha! Kommt her, ihr virtuellen Schurken! Alter, der geht aber wirklich schon ran. Das Eingemachte, ja. Okay, ist gar nicht verkehrt. Kann man mal ein bisschen üben hier. X. Ausgezeichnete Arbeit.
Ja. Iron Man hat's ihnen gezeigt. Eindeutig. So, drücke B, während du... Achso, ausweichen. Drücke B, während du LS in eine beliebige Richtung bewegst, um feindlichen Angriffen auszuweichen. Dann machen wir das nochmal. Jetzt hier nur noch ausweichen oder wie? Das war wunderbar. So, halte B, während du in Richtung Gegner wirst, um sie zu überspringen und angreifbar zu machen. Okay. Mal gucken. Wenn der nächste kommt hier. Jawohl. Ah, schon ganz nice Move drauf. Ja, wir können es. Denn wir sind Iron Man. Blaue und gelbe Angriffsindikatoren weisen auf kommende Angriffe hin. Drücke RT, um die Angriffe zu kontern. Ja, wir drücken ja RT. Eine Frage des Timings. Hier war vom Timing ja nicht ganz so gut. War schon besser. So, wenn er jetzt zuschlägt, einmal Arme hoch. Okay, das war noch zu früh. Okay, wir dürfen dabei nicht laufen. Es haut noch nicht ganz so hin. Okay, nochmal. Also er holt aus. Greift an und dann... Jetzt hat's geklappt. Also wenn er nach hinten rausholt jetzt... Sehr gut, kann man blocken. Intrinsische Energie. Ich kenne nur intrinsische Motivation, dass ich hier sitze und zocke. Ah, ich muss mir mal dran gewöhnen, länger A zu drücken. Kommen die nächsten. Das mit dem Kontern ist ja auch gar nicht so schlecht. Aber da gibt es auf jeden Fall Besseres. Ja, das war nix. Aber die möchten ja unbedingt, dass ich kontere und dann halt einen schweren Angriff durchführe. So, jetzt schlägt einer zu. Genau.
haben wir auch gemacht, aber das war, glaube ich, nicht Ziel der Übung. Ah, da ist noch einer. Ah, auf die Mütze. In die nächsten, das ist sehr schön. Einige Helden können schweben und fliegen. Halte Boden A, um aufzusteigen. Helden schweben automatisch an dieser Stelle, wenn sie in der Luft warten oder zielen. Okay, das haben wir ja auch schon mal hinbekommen. Das sollte nicht das Problem sein. Halte A, um zu schweben. Um zu fliegen. So eine der leichtesten Übungen hier, würde ich sagen. Das funktioniert schon sehr gut. Jetzt bin ich aber genug geflogen, also dass ich es jetzt kann. Muss er doch sehen. Schieß doch mal. Schieß noch mal. Okay, da war ja ein bisschen leichtsinnig. Mal ausweichen. Ja, das sieht doch gut aus. Also, wir können es doch. Kann jetzt eigentlich das Training jetzt langsam abbrechen? Auch halte A, um zu schweben. So, und ich brauche aber nicht. Das finde ich ein bisschen albern jetzt, muss ich sagen, weil. Ich kann auch so ausweichen, ohne B zu drücken. Drücke ich dann B dabei, dann habe ich das Problem, dass er sich wieder absenkt. Ja. Soll ich das Trainingsprogramm auch beenden? Ne, wir müssen das wahrscheinlich durchziehen hier. Ist hier ein bisschen nervig irgendwie. Lieber ein bisschen Story spielen. Ja, senkt er sich wieder ab. Na, ja, komm schon. Schieß. Ah, oh, Mann. Also das macht auch am Boden vielleicht mehr Sinn. Zwischen Schweben und Fliegen gibt es doch noch einen Unterschied.
Angreiferwelle besiegen. Nichts leichter als das. Ich bekämpfe die nach meiner Methode und nicht so, wie ich es gelernt habe. Das ist schon ein anderes Kaliber hier. Der braucht es wohl richtig. Ja, wenn man ihn einmal hat, dann hat man ihn. Jetzt können wir ja mal mit B war ja überspringen, ne? Der Gegner, um sie zu verwirren. So. Jetzt gerade die nächsten Drohnen weg hier. Aber ich finde es ein bisschen schade, dass man das so ins Spiel eingebaut hat. Weil das wirklich die ganze Story zerstört. Na komm schon. Wenn ihr wohl platt machen, ihr die paar People. Ist ja schon ein bisschen größer hier. Den bekämpfen wir aus der Luft, würde ich sagen. Dann haben wir irgendwie so eine Spezialkräfte. Das hat er hier gar nicht. Wenn er bei den anderen irgendwie doppelt B drückt, zum Beispiel Hulk oder so. Eigentlich doppelt B, sondern LB und RB. Haut das ganz gut hin. Den werden wir ja wohl platt machen hier. Ja, jetzt müssen wir alle haben, oder? Sehr gut. Es ist vorbei? Nochmal bitte! Nein! Aber ich glaube, ich habe Mr. Stark geortet. Oh, ich komme! Oh, Gott sei Dank. Mr. Starks letzter bekannter Aufenthaltsort ist sein Familienanwesen, Golden Acres. Dort finden Sie bestimmt Hinweise darauf, wo er jetzt ist. Nie davon gehört. Er will wirklich nicht gefunden werden. In der Tat. Das Anwesen liegt abgelegen in Nevada. Ich gebe Ihnen die exakten Koordinaten. Sehr schön. Dr. Banner, ich habe die gewünschten Scans erstellt und Spuren von Gammastrahlung in einem abgelegenen Gebiet im pazifischen Nordwesten entdeckt. Wahrscheinlich experimentiert Miss Rappaccini dort mit ihren Forschungen. Ich habe die Position auf dem Einsatztisch markiert. Ikonische Missionsreihe verfügbar. Missionsreihe der unglaubliche Hulk ist jetzt verfügbar. Wähle einen Einsatztisch am Zustand grün. Okay. Missionserfolge. Hallo, ich will zu... Achso. Ich wollte gerade sagen. Wieder zurück. Hulk-Training.
Nee, das wollen wir alles nicht. Wir wollen die nächste Mission spielen. Utah Badlands, pazifischer Nordwesten. So, wie drehen wir das Ganze jetzt hier nochmal? Achso. Ein großes Büße. Kampagnenbesuch leicht. Und machen wir das nochmal. Hausbesuch nennt sich das Ganze. Das kann ja was werden. Irgendwo in den Wäldern, irgendwo in den Bergen. Was für eine schicke Zugbrücke. Ah, typisch. Der subtile Tony. Nach dir. Codex Akte Goldenes Akres. Ich kann nicht glauben, dass wir gleich an Tony Starks Tür klopfen. Ich auch nicht. Anscheinend ist die Steuerung auf der anderen Seite. Denkst du, du kommst darüber? Ja, so natürlich nicht. Durch die Felsen komme ich durch, aber der Grüne hat's nicht so mit längeren Gesprächen. Guter Punkt. Tja, dann bleibe ich wahrscheinlich dran. Drücke R, um Taktikbewusstsein einzusetzen, um geschwächte Hindernisse anzuzeigen, die zerstört werden können. Ich muss sagen, ich sehe gar ne? Auch wenn ich die jetzt hier markiere. Ach doch, da. Ist klar. Das gefällt. Er zerstört gerne Dinge, ich nicht. Warum nicht? Macht doch Spaß. Also, was ist das Beste daran, der Halb zu sein? Irgendwas muss dir doch gefallen. Wir sollten uns auf die Zugbrücke konzentrieren. Was willst du machen? Die ganze Zeit schweigend rumstehen? Ja. Gute Idee. Leicht Blitzausrüstung. Wir müssen nur eigentlich rüberkommen. Jawohl. Mehr Steine? Kein Problem. Wieder Powerschlag und dann zack, durch. Ja. So liebe ich das. Oh. Ja, genau. Den Ast hatte ich vorher verfehlt. Bist du okay? Alles gut. Kein Problem. Lebe noch. Ich kann Golden Acres sehen. Zum Teil. Sehr gut. Und kannst du rüberspringen und die Brücke runterlassen? Na klar. Klar. Du schaffst den Sprung. Ist diesmal nur ein bisschen weiter. Ah, da haben wir doch. Verpasst. Ja. Geschafft. Ich warte noch auf die Brücke, Kamala. Ja, ich bin ja schon da. Aber klar, dass die irgendwie klemmt. Sie steht irgendwo fest. Oh. Klemmt sie? Moment, ich glaube, ich hab's. Tada! Hier wird Starks schickes Schloss betreten. Okay, beruhig dich. Gut gemacht. Ah, wenigstens scheint er wach zu sein. Ist das nicht eins seiner
Top 5 Hintern-Tretlieder? Doch, die gute alte Nummer 4. Ich hoffe, wir werden gut empfangen. Und hallo, Golden Acres! Oh, das kann es nicht sein. Bringen wir es hinter uns. Also Tony Stark. Der Tony Stark lebt hier? Ja, scheint so. Tony? Hey, Bruce. Er grillt ein paar Würstchen. Auch geil. Lange Nacht? Oh, lange 5 Jahre. ist echt ruhig hier. Hm. Das war es. Ich... Hey, hör sofort auf! Hi, tut mir leid. Wer bist du? Kamala. Gut, Kamala. Dein Freund hier steht leider auf meiner schwarzen Liste. Okay. Ich verdiene das. Ja, verdammt richtig, du verdienst es. Sind die Avengers eine Gefahr für die Gesellschaft? Das war die Frage, Bruce. Das war die Frage. Hast du das wissenschaftlich verifiziert? Hast du das Wissenschaft... Es war ein Überfall, Bruce. Nein, wir wurden nein. Reingelegt. Der Terrigenreaktor war instabil und das wusstest du. Du wusstest es und hast ihn trotzdem der ganzen Welt vorgeführt. Und jetzt einfach aufgeben? Wir haben nicht aufgegeben, Tony. Wir haben versagt. Und ich gebe das wenigstens zu. Nein. Wir haben bei ihm versagt. Nur bei ihm. Tony, ich weiß nicht, wie lange du noch wütend auf mich sein willst. Und ehrlich gesagt, ist es mir egal. Lass dir ruhig Zeit damit. Aber das Mädchen ist ein Inhuman. Es ist unsere Schuld. Und sie braucht deine Hilfe. Ich kann nicht. Du kannst was nicht? Lässt du mich etwa hängen? Oh, hey, nimm's nicht persönlich, Kleine. Nein, er macht das immer so. Ist doch so. Und wieso siehst du dich nicht mal gründlich um? Hä? Ich kann mir kaum selbst helfen. Das hier war ein Fehler. Endlich sind wir uns mal einig. So kommt man nicht weiter. Soll es gewesen sein? Die Avengers wurden reingelegt. Cap wurde ermordet. Glaubst du, das weiß ich nicht? Hä? Ich habe diesen Tag in meinem Kopf so oft durchgespielt. Die Avengers retten den Tag, werden trotzdem beschuldigt und dieser Mistkerl Talton kommt davon, als wäre er völlig unschuldig. Tja, und dann? Rate mal, niemanden interessiert's. Niemanden. Die Welt wollte einen Sündenbock und er hat ihnen einen gegeben. Also... Wenn ihr keine bahnbrechenden Beweise habt, schlage ich vor, ihr verlasst meinen Grund und Boden. Was ist das? Beweise. Wehe, die sind nicht gut. Jetzt auch noch Ansprüche stellen. Ich liefer dir die Beweise. Hab ein bisschen die Kontrolle verloren. Hättet ihr das nicht früher sagen können? Mann. Nein. Runter von meiner Couch. Denk an die Liste. Gott, schwieriger Mensch. Woher hast du das? Ich habe dein Passwort auf einem Resistance-Block geraten. Beeindruckend. Wohl kaum. Dein Passwort war, ich bin Iron Man. Wirklich? Ich dachte, ich hätte es geändert. Oh, verdammte Scheiße. Ich weiß, es ist unvollständig. Auf dem AIM-Server liegt ein ganzer Ordner. Nein, hier ist mehr. Was? Ja, ziemlich clever. Das sollte aussehen wie eine beschädigte Datei. In ein paar Stunden habe ich den Rest. Na, cleverer Mann, der kennt sich aus. Was ist das? Wer ist Tiny Dancer? Oh nein. Wir müssen hier verschwinden. Was? Kennst du diesen schamlosen Elton John-Fan? Tiny Dancer half mir aus Jersey raus. Ich wäre nicht hier, wenn ich nicht vor AIM gewarnt worden wäre. Wirklich, Tiny Dancer.
Leute, wir sollten echt gehen. Jetzt. Ich hätte Rocketman genommen. Okay, ich muss mich anziehen. Du hast einen Anzug? Ja. Vielleicht irgendwie. Mal sehen. Alten Kartoffelsack. Entschuldigt, ich ziehe mir nur etwas Unbequemeres an. Okay, da bin ich ja mal gespannt, was er hier noch so im Schloss rumliegen hat. Was ich krass finde, ist ein fettes Schloss und sie hat gedacht, er lebt da in Saus und Braus, steht da im Wohnwagen. Tja. Natürlich. Oder Wohnmobil ist es sogar. Fangöre anzuhängen. Nach so vielen Jahren wird er seinen Pflichten immer noch nicht gerecht. So, ein schönes Sammlerobjekt haben wir auf jeden Fall gesammelt. Ah, verdammt! Oh. Tja, anscheinend hat Tiny Dancer die Wahrheit gesagt. Na, wenigstens hat er einen Handschuh noch. Sie haben dich gefunden, Bruce. Wahrscheinlich hier raus, ne? Ich denke mal, wir müssen hier raus. Ja, hier ist noch was. Noch eine Kiste. Sag nichts, Opa. Ich gebe mein Bestes. Ja, wenn das mal reicht. Dein Bestes kann auch mal nicht genug sein. Ah, Ur-Omas Flugmaschine. Immer noch wunderschön. Im Gegensatz zu ihm. Ab in die Luft. Krass, was ist denn das für ein Anzug jetzt in der Art? Ist ja fast so eine halbe Ritterrüstung. Neue Partygäste. Hilft wahrscheinlich, zur Not geht das auch. Hey Leute! Problem ist halt, dass er ungeschützt ist. Das geht mir ein bisschen auf den Sack. Oh, da sind ja noch mehr. Wäre ganz gut, wenn wir noch einen Anzug hätten, so ein Oberteil oder so. Noch wer hier? Ach, zwei Stück sogar noch. Wie in alten Zeiten. Ich brauche einen Helm. Ah, Großonkel Rob, der Kriegsheld. Was auch immer. Muss mich fertig anziehen. Ja, wir geben ja schon alles. Wir müssen in die Richtung. Und ich hoffe, dass da der Helm ist. Okay, hier muss er irgendwo sein. Ach, der liegt da doch. Meinen Abend hatte ich mir anders vorgestellt. Zum Glück habe ich keine Nachbarn. Die wären jetzt echt sauer. Krasse Scheiße, ey. Sie waren schon immer ein Freund großer Auftritte, Stark. Wie war meiner? Das war eine 7 von 10. Schön, dich zu sehen, Georgie Boy. Hast du trainiert? Irgendwelche Milliardenfirmen geklaut? Nur ihre. Hey, für das Fenster wirst du bezahlen, Talten. Ist das ihr neues Haus? Viel zu wenig. Boah, Alter. Spiegel. Ich hab mich von allem getrennt, was nicht vor Freude funkelt. Rat mal, wozu du gehörst. Ich will das Mädchen, Stark. Und dann gehst du mir aus den Augen. Mr. Stark. War ein Witz, Kleine. Bleib einfach bei dem netten grünen Mann. Ah, der hat hier unten seine Schwachstelle.
Also, ah, da hinten ist Energie. Sie völlig gesund. Inhumans sind krank und brauchen Behandlung. Ja. Glaubt diesen Mist irgendjemand? Wie steuert Halten diese Maschinen? Ich weiß nicht. Er hat seit dem Unfall Kräfte. Ich habe gesehen, wie er eine Roboterspinne kontrolliert hat. Mit Spinnen gibt er sich nicht mehr ab. Gut gemacht, Kleine. Kamala. So, jetzt gibt's einen auf die Mütze hier. Scheiß auf dein Schild. Sie haben seit unserem Kennenlernen auf mich herabgeblickt. Ich präsentiere Ihnen hiermit die Techno-Genese. Klingt gut. Geht leicht von der Zunge. Sie ist auf das Einheit reduziert. Techno-Chinese, hat er gesagt, ne? Aber warte mal, hier liegt überall Energie rum, die muss ich nochmal einsammeln. Probleme aus der Luft. Bleib nah beim Hulk. So nah, wie er dich lässt. Gibt das denn nicht auf hier? Ich schaff das. Pass auf. Achso, wir haben schon wieder volle Energie. Du bist noch nicht bereit für... Oder... Vielleicht doch. So, noch mehr aus der Luft. Ich sehe gar nichts. Um ehrlich zu sein, bin ich überrascht, Sie und Banner zusammenzusehen. Naja, Brucey und ich haben eine Paartherapeutin. Na, nein, Paartherapeutin ist gut. Gut Passwörter erraten. So, Energie. Alter, wir knüppeln zu dritt auf den einen. Das kann ja nur gut werden. Sie kennen Dr. Banners Aussage, Stark. Die Avengers waren gefährlich. Nicht ich habe befohlen, sie aufzulösen. Oh, noch so ein Riesenvieh. Ist das alles für mich? Ah, die Schmeichelhaft. Bilden Sie sich nicht ein. Ich habe kaum einen Finger geändert. Dann hat die Kleine recht. Du kuschelst jetzt mit Robotern? Wir müssen Energie einsammeln. Ganz klar. Ich habe mich vor 5 Jahren für eine Seite entschieden. Du hast mich dazu gezwungen. Geben Sie mir das Mädchen. Dann können Sie und Mutter machen, was Sie wollen. Vergiss es. Das wollte ich auch gerade sagen. Wir müssen nochmal Energie einsammeln. Also einfach ist er hier nicht zu besiegen. So, Schwachpunkt hat er unten. Oh, ich bin gleich weg. Muss Energie einsammeln. Noch mehr. Ah, sehr gut. Ist hier noch mehr Energie? Nee, ne? Doch, da. Ja, sehr gut. Sie müssen Logik und Vernunft walten lassen. Warum jetzt damit anfangen? Genau, schieß den Typen mal vom Himmel. Wie fühlen Sie sich? Ging mir nie besser. Ihre Synthoids waren nutzlos. Hätten Sie mir den Hulk und Kahn früher überlassen, würde das Archiv noch stehen. Vorsicht. Sie machen nicht mehr die Regeln, sondern er. Als Kind fand ich einen verwaisten Wolfswelpen im Wald hinter unserer Farm. Was? Vater sagte, er sei zu gefährlich. Ich sollte ihn loswerden.
Ich fütterte ihn, gab ihm einen Namen. Er spielte mit meinem geliebten Hund David. Sie vergeuden meine Zeit. Könnte ich Regeln festlegen und Grenzen? Könnte ich auch die rohe Kraft dieser Bestie nutzen? Sind Sie endlich fertig? Fast. Einige Monate später bei der Jagd fiel der junge Wolf mich an. Er knurrte, hatte Schaum vorm Mund. Darwin verschaffte mir etwas Zeit, um Hilfe zu rufen. Mein Vater erschoss den Wolf. Aber es war zu spät. Darwin war zerrissen. George, worden. Wir brauchen ihn. Entschuldigung, weiß nicht, was über mich gekommen ist. Gehen Sie, bitte. Krass, aber ich finde die Figur noch viel krasser und geiler als Hulk. Vom Aussehen her, von der Optik. Sieht ein bisschen mieser aus. Jarvis, du bist kein Tag gealtert. Willkommen zurück, Mr. Stark. Hab dich vermisst, Kumpel. Zum Abflug bereit? Voll einsatzfähig. Sag mir, wo es hakt. Die Camara läuft mit Sekundärenergie. Wir haben schwere Rumpfschäden. Triebwerke offline. Klima... Also übel. Das ist eine korrekte Einschätzung. Okay, dieser Vogel muss in die Luft. Wie bitte? AIM weiß, dass er hier ist. Dann darf er nicht mehr hier sein, wenn sie eintreffen. Was? Alles klar. Würdest du dir etwas für mich ansehen, während wir arbeiten? Natürlich, Sir. Versuch bitte, diese Datei zu entschlüsseln. Sofort. Neuer Held verfügbar. Iron Man ist jetzt für Einsatz verfügbar und kann in den Heldenkader gewählt werden. Okay. So, Freunde, aber ich würde sagen, wir machen an dieser Stelle erstmal Schluss. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und dann sehen wir uns auf jeden Fall im nächsten Video. Schade, dass da noch eine Trainingsfrequenz zwischen war. Die hätte man sich sparen können. Aber egal, war trotzdem geil und ich freue mich schon auf den nächsten Teil. Bis dahin.